Statt vorher so ein bisschen nachzudenken, dass sie mad ist. Wir haben uns öfters mal gestritten. Ich bewundere das so hart an Sarah, ohne Witz. Ich kann auch so komplett mein Herz ausschütten. Wenn sie ein Problem mit etwas hat, dann... Mich nervt sowas schnell. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute zusammen mit Jurena, denn wir werden unabhängig voneinander Fragen über uns beantworten. Und dann über unsere Freundschaft, über die jeweils andere Person und so weiter und so fort. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was dabei rumkommt. Und ja, auf jeden Fall würde ich mich schon mal sehr über eine positive Bewertung freuen und auch über einen lieben Kommentar. Also seid nicht schreib, Paul. Und dann würde ich sagen, reden wir auch nicht lange drum herum und legen wir auch direkt los. Warst du schon mal auf die andere Person neidisch? Und falls ja, warum? Ich glaube tatsächlich, dass ich nicht wirklich neidisch jemals war auf Jurena. Aber jetzt nicht als Disrespect, dass sie jetzt noch nie irgendwie was Krasses erreicht hat. Das auf gar keinen Fall, das meine ich gar nicht. Also ich habe mir da jetzt mehrere Gedanken gemacht, aber so grundsätzlich war ich eigentlich noch nie so wirklich neidisch auf sie. Also so eigentlich so gar nicht irgendwie. Sondern einfach in dem Aspekt, dass wir einfach komplett verschiedene Interessen haben. So, keine Ahnung, sie lebt ja so ein bisschen so in ihrer Anime-Welt und es interessiert mich jetzt ja nicht so krass, wenn bei ihr da irgendwie was Krasses passiert oder irgendwer Krasses ihr folgt oder antwortet oder sonst was, dann bin ich da nicht so, boah, das hätte ich gern gehabt oder so, sondern ich freue mich für sie. Und ja, das war's auch so, machen wir auch nicht weiter Gedanken drüber. Ich bin aber, glaube ich, auch einfach eine Person, die für Neid nicht so anfällig ist. So, immer wenn ich was so sehe, was meine Freundinnen geschafft haben oder so, ich gönne ihnen das halt. Und genau das gleiche bei Sarah. Sarah ist ja meine beste Freundin. Ich gönne es ihr, wenn sie vieles schafft und erreicht. Und ich freue mich halt mit. Wisst ihr, ich bin so ein Mensch, ich freue mich halt dann einfach mit der Person. Es gab bestimmt schon mal irgendwie so eine Kleinigkeit, wo ich bestimmt schon mal irgendwie neidisch war oder so, aber mir wird jetzt nichts Grandioses einfallen, wo ich mir so denke, boah, da war ich echt absolut neidisch. Dann habe ich so überlegt, wo ich vielleicht mal so ein bisschen neidisch war. Das habe ich ihr aber auch geschrieben, so das war kein negatives neidisch, sondern ich habe so geschrieben, oh mein Gott, ich freue mich so für dich und ich bin auch ein bisschen neidisch, als sie damals Among Us mit Unge spielen durfte, weil ich habe mich so hart für sie gefreut, aber ich war auch ein bisschen neidisch. Wann hattet ihr zuletzt Streit? Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal Streit hatten, weil es gab eine Zeit, da hatten wir aber auch echt absolut viel miteinander zu tun, da haben wir uns öfters mal gestritten. Also so richtig Streit, dass wir uns so richtig gehasst hatten, hatten wir irgendwie ja noch nie gehabt. Also Sarah und ich verstehen uns eigentlich immer ziemlich gut und wir sind auch oft der gleichen Meinung, was so Dinge betrifft. Aber, ja okay, die letzten Wochen hatten wir jetzt nicht sonderlich viel miteinander zu tun, was glaube ich auch nochmal dazu beiträgt, dass ich deswegen auch gar nicht weiß, wann wir zuletzt Streit hatten. Ich glaube, wir hatten im Dezember eine Auseinandersetzung gehabt. Aber ich würde schon sagen, dass Jurena und ich das ein oder andere Mal aneinander geraten, weil wir so vom Mensch auf schon komplett verschieden sind. Aber wir lieben uns trotzdem. Immer wenn wir eine Auseinandersetzung gehabt haben, dann sind wir zu der anderen Person immer hin und haben versucht, das zu klären. So, also es waren nur so Kleinigkeiten, wisst ihr? Ich kann euch echt nicht sagen, wann wir das letzte Mal Streit hatten. Ich bin gespannt, ob Jurena das noch irgendwie weiß. Also ich kann mich nicht an etwas großartig Schlimmes erinnern, was zwischen mir und Sarah war. Für mich waren das jedenfalls mal so kleinere Sachen. Also ich weiß nicht, was Sarah sagen wird, aber ich kann mich an nichts Heftiges erinnern. Also was magst du am anderen am meisten? Also ich mag an Jurena am meisten, dass, wenn es drauf ankommt, sie echt immer für mich da ist. Ich muss halt sagen, ich bin ja keine Person, die bei irgendwem ankommt, weshalb ich sehr selten bei Jurena ankomme. Aber wenn, dann ist sie so zu 100% für mich da und ich kann auch so komplett mein Herz ausschütten. Ich mag vieles an ihr. Ich mag ihre Akzeptanz. Also egal, wie autistisch ich bin oder wie geladen ich manchmal bin, sie akzeptiert es, bleibt ruhig, nimmt es einfach hin. Das ist nice. Und dann, ich bewundere das so hart an Sarah, ohne Witz. Sarah schafft es, wenn sie komplett wütend ist, immer noch freundlich und höflich zu sein. Egal was ist, sie ist immer höflich und freundlich und ich finde das so nice. Und was ich auch übelst fühle, ist zum Beispiel, wenn ich ihr irgendwie so ein Bild schicke und so, ja, wie findest du das, aber jetzt findest du besser, was sie dann so komplett so, ne, gehypt ist. So, sie fühlt halt so komplett mit für einen, das feiere ich mega. Wenn man sie jetzt so fragt, so, keine Ahnung, wie findest du diesen Typen, sagt sie nicht einfach hässlich, sondern sie sagt straight, ja, der ist nicht so mein Typ. Einfach aus dem Grund, weil sie so ein freundlicher Mensch ist. Ich habe noch nie so einen lieben Mensch wie Sarah gesehen, ohne Spaß. Wie kann man so freundlich sein? Ich schwöre. Und sie ist auch so oft so hilfsbereit. Das ist so unglaublich. Wie kann ein Mensch so freundlich sein? Wie?
Ey Leute, wie kann ein Mensch so unfassbar süß sein wie Jurena? Ich fühl's so schlecht, ne, weil ich mich immer so auf das Wichtigste so beschränkt habe bei den Sachen, wenn ich 10.000 Sachen aufzählen möchte. Und sie hat genau das gemacht. Ich fühle mich jetzt so schlecht. Ja, dieses Mädchen ist so süß, ne? Was nervt dich am anderen am meisten? Okay, Leute, wo fangen wir an? Spaß, also Jurena, du weißt, ich liebe dich. Aber Jurena weiß auch selber, was mich nervt. Und zwar ist es, dass sie oft erst schreibt oder erst spricht, anstatt vorher so ein bisschen nachzudenken. Ich glaube, auch grundsätzlich eigentlich überhaupt nicht. So, ich liebe dieses Mädchen halt, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, eine Kleinigkeit. Das ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Ich liebe wirklich alles an ihr. Die Kleinigkeit ist, dass sie, wenn sie ein Problem mit etwas hat, dann spricht sie das meistens nicht direkt an, so. Also, als wir mal wegen einer Kleinigkeit Streit hatten, war sie halt die ganze Zeit eher so, sie zeigt das halt, sie drückt das halt dann aus, dass sie halt sich nicht so wohl fühlt, so, dass sie halt mad ist, drückt sie halt dann irgendwie aus. Aber sie sagt es halt nicht, sie spricht es halt nicht an. Und keine Ahnung, das ist auch manchmal so, was unsere Streitigkeit nochmal schlimmer gemacht hat, weil sie sich immer so oft widerspricht und ich mag das überhaupt nicht. Und ja, Jurena, jeder Mensch widerspricht sich, falls du wieder mit der Leier kommst. Aber bei dir schon heftig manchmal. Aber ich liebe dich, Jurena, vergiss es nicht. Und ich bin ein vollkommener Idiot und realisiere nicht an ihrer Ausdrucksweise, dass sie mad ist. Und erst wenn sie dann das anspricht, merke ich so, oh, warte mal, oh, fuck. Okay, sorry. Was denkst du nervt den anderen an dir am meisten? Ich denke, was sie am meisten an mir nervt, ist, dass ich so lost bin und so verpeilt manchmal. Ich bin halt auch ein bisschen chaotisch und tollpatschig und Sarah ist halt das komplette Gegenteil. Boah, okay. Ja, das ist, glaube ich, so die Reaktion auf ihre Lostheit. Sie ist so strukturiert, geplant und ich bin halt so, ja, ich bin so lost und stehe dann immer so, sie plant immer so alles und ich bin dann immer so lost daneben und vielleicht erwartet sie von mir, dass ich dann auch mal vielleicht mal so ein bisschen planmäßig an etwas rangehe und vielleicht weniger spontan und unstrukturiert bin. I don't know. Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, dass sie das an mir stört, aber ansonsten, weil ich halt, wie gesagt, mich nervt sowas schnell und ich glaube, das könnte Jurena bei mir nennen, dass ich schnell genervt bin. Wenn sie jetzt gar nichts genannt hat, dann wäre es echt peinlich, weil ich was über sie gesagt habe, aber wäre ich an Jurena Stelle, würde ich sagen, dass ich schnell abgefuckt bin. Lass mich überlegen, vielleicht auch manchmal, wenn ich gut drauf bin, dass ich dann zu gut drauf bin. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich dann vielleicht ein bisschen übertrieben happy bin. So Leute, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Falls ja, lasst wie gesagt sehr, sehr gerne ein Like und einen Kommentar da. Das würde mich sehr freuen. Checkt auf jeden Fall auch sehr gerne die Vlogs mit den anderen aus. Würde mich auch sehr freuen, weil die sind sehr cool geworden. Dann würde ich sagen, was mit dem Video. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich gebe meinen Arm in die Sterne. Was steht auf meinem Grab, wenn ich sterbe? Ich gebe meinen Arm in die Sterne. Was steht auf meinem Grab, wenn ich sterbe?